Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, dann los! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Das Grab von Achilles. Davenport. Und hier das Grab von Connor Davenport. Und dort ist es versteckt. Das Amulett. Wir haben es in der letzten Folge gesehen. Diesmal wieder am selben Ort, aber mit Desmond. Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Und jetzt kommt wohl das Finale. Ich bin immer noch ziemlich geflasht von der letzten Folge. Das war auch ziemlich spannend. Zieht euch auf jeden Fall noch rein. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Charles Lee ist gestorben, nachdem wir unseren Vater getötet haben. Also, Haytham Kenway meine ich natürlich. Und jetzt werden wir Desmonds Bestimmung erfüllen, wie es scheint. Nämlich die Welt vor den Sonneneruptionen zu retten oder was auch immer. Da gab es ja schon Anspielungen von Juno. Und dieser Mann hier, ganz links. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich weiß gar nicht, ob wir den kennen. Auf jeden Fall der Vater von Desmond. So, und jetzt der Anfang vom Ende. Stunde der Wahrheit. Oder auch Stunde der Wahrheit. Das Tor hat sich geöffnet. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen gehen. Endlich können wir mal dahinter gehen. Dafür haben wir ja die ganze Zeit die Energiequellen gesammelt, damit wir hier hintergehen können. Und die auch fleißig eingesetzt. So. Wo geht's jetzt hin? Die Kamera entfernt sich von Connor, das gefällt mir nicht. Von Desmond, ich sag schon Connor. Ja. Komm. Was ist das? Hier. Endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten. Wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht. Minerva? Du? Aber wie? Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, heißt die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich hier rumgetäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Ärzte. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier?
Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist geschehen. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Hörst du auf Minerva, wird die Sonne triumphieren. Der Boden wird aufbrechen und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung, ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie dir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit. Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet! Ihr alle, jetzt! Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns! Wir finden einen Weg! Keine Zeit! Sohn. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht! Geht! Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriolen. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet.
scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet, aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Du hast deine Rolle gut gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die Meilen spiele. Wow, was für ein Ende. Es scheint vorbei zu sein. Assassin's Creed 3. Das Finale. Boah, ich bin ziemlich geschockt. Also da müsst ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Die Welt ist gerettet von Juno, doch sie wird die Welt versklaven, laut Minerva, wo sich die beiden Götter gestritten haben. Da hat man ja auch nicht alles verstanden, muss ich sagen. Also ich habe da nicht alles verstanden. Wow, so. Jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Noch immer ein Adrenalinschock. Der 21.12.2012. Das Datum, an dem die Welt untergehen sollte. Ja, und wir können sehen, das, was Desmond gemacht hat, hat was gebracht. Ich lebe noch, ihr alle leben noch. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video geschaut wird, ist es auf jeden Fall schon nach diesem Datum. Boah, so, ja, ich würde sagen, ich lasse euch gleich mal mit dem Abspann hier alleine und mach dann auch gleich mal mein Mikro aus. Ziemlich spannend, muss ich wirklich sagen. Aber nochmal, um das alles zusammenzufassen. Wir haben alle, die wir zuerst mit Hazem gesammelten Personen gesammelt haben, rekrutiert haben, haben wir getötet im Nachhinein. Und zuletzt auch Charles Lee, den Mann, dem wir es geschworen haben, noch als kleines Kind, bevor er unsere Mutter getötet hat, also die Mutter von Connor. Und den eigenen Vater haben wir auch getötet, von Connor, Hazem Kenway. Und das alles nur dem Zweck, dass später die Welt gerettet wird, beziehungsweise versklavt von Juno. Was sie da genau plant, vielleicht erfahren wir das in den fortführenden Teilen. Ich denke, bald wird dann das neue Let's Play erscheinen von Assassin's Creed 4, aber vorher noch, wie versprochen, die Mission von den Hinkebeins-Klunkern. Und ich denke, diese Story-Mission diese maritimen Hauptmission sozusagen, wo es um diesen Nicholas Biddle geht. Die werden wir natürlich auch noch spielen. Aber direkt danach, im Anschluss, wird dann das nächste Let's Play von Assassin's Creed 4 folgen. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal, mach mein Mikro aus, es wird einen kurzen Sound geben wahrscheinlich. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge, für dieses Let's Play, auch wenn da noch Folgen kommen werden. Verabschiede mich und bis zum nächsten Mal und hab noch einen schönen Tag bzw. schöne Woche, was auch immer. Ciao.
So, ich dachte, ich melde mich gerade nochmal zum Epilog zurück. Hat jetzt gerade das Kriegsbeil aus der Wand gezogen. Also für alle, die jetzt vorgespult haben oder sich das den ganzen Abschnitt angeguckt haben, um die tolle Musik zu hören oder um zu lesen, wer da ist, der hört mich jetzt gerade nochmal und hat diesen Epilog gesehen. Fand ich es nochmal ganz cool, dass sie da am Ende was dran gehangen haben. So ein Abspann dauert immer irgendwie ziemlich lange. So, aber jetzt verabschiede ich mich nochmal richtig für alle, also auch für die, die nochmal weitergeguckt haben. Und sag mal einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. So, Let's Play Assassin's Creed 3 wäre soweit beendet. Zumindest die Story-Mission auf keinen Fall wegschalten jetzt, denn es kommen noch 8, glaube ich, spannende Folgen zum Thema maritime Mission und Hinkebeins Klunker, die auf jeden Fall noch angucken. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Let's Play oder zur nächsten Folge und ciao. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen, ob Amerikaner bestimmt sind, freie Männer oder Sklaven zu sein. Unser unerbittlicher Feind lässt uns nur die Wahl, uns tapfer zu widersetzen oder uns jämmerlich zu unterwerfen. Heute entscheiden wir uns für die Freiheit oder den Tod.